Dann lass uns gehen. Ja. Was war das gerade eben? Das würde ja bedeuten, dass ich und Mutter. Was? Der Satz endet doch gar nicht. Dass ich und Mutter. Wieso war ich in der Lage, weiterzuleben, als wenn nichts geschehen wäre? Das ist wirklich seltsam, nicht wahr? Also kann das nicht wahr sein. Richtig. Das kann doch gar nicht meine Erinnerung sein. Aber Mutter ist nicht hier. Miu ist auch nicht hier. Aki-kun, Vorsicht! Oh, Miu hat sich auch geopfert? Oder was? Oh, jetzt habe ich gerade Gänsehaut gekriegt. Oh nein. Sie ist gar nicht mehr am Leben, ne? Hä? Was ist das für ein Ort? Was habe ich noch mal gemacht? Ich kann mich nicht erinnern. Ich will mich nicht erinnern. Wieso will ich mich nicht erinnern? Nicht mal daran kann ich mich erinnern. Wieso bin ich dann hier? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß gar nichts. Aber es gibt etwas, das ich weiß. Jemanden, den ich nicht kenne. Jemanden, an den ich mich nicht erinnere, abgesehen von mir. Eine Person, eine Frau schläft in einem Bett. Eine Person, ein Mann steht neben ihr. Eine Person, ein kleines Mädchen, schläft in einem Bett neben der Frau. Eine Person, eine Frau sitzt neben ihr in einem Stuhl und weint. Eine Person, ein Mann hat seine Hand auf der Schulter dieser Frau. Wer sind das alles, frage ich mich. Was sagen die alle, frage ich mich. Wieso musste das? Ich weiß, wie du dich fühlst, aber reiß dich zusammen. Ein Kind, das sich noch viel schlimmer deswegen fühlt, ist direkt dort drüben. Die Frau weint weiter. Wieso weint sie? Ich verstehe es nicht. Ich weiß, es ist ziemlich schmerzhaft für Huyuaki-kun. Sowohl Mio als auch seine Mutter sind gestorben. Und das, obwohl er ein kleines Kind ist. Die Frau umarmte mich. Warum tat sie das, fragte ich mich. Genau, weil sie meine Mutter war. Weil sie meine Mutter war. Und deswegen ist sie bei mir und redet mit mir. Und deswegen, nee, redet über mich. Und deswegen ist diese Person ganz sicher meine Mutter. Aber wieso weinst du, Mutter? Ich schaute in Mutters Augen. Hä? Huyuaki-kun? Deine Mutter ist doch. Was denn, Mutter? Wieso bist du so überrascht? Huyuaki-kun? Ich bin nicht deine. Hey, wer ist diese Person, die da drüben schläft? Wieso ist ihr Gesicht mit einem Tuch verdeckt? Das sieht ungemütlich aus. Du erinnerst dich nicht? Huyuaki-kun, du sahst es doch mit deinen eigenen Augen. Bitte hör auf, wenn du so etwas sagst. Aber. Ja, und ihn wahrscheinlich durcheinander bringst, den Jungen, nehme ich mal an. Dieser Mann muss mein Vater sein, nicht wahr? Er steht schließlich neben meiner Mutter. So muss es sein. Was war es, was ich mit eigenen Augen sah? Ist etwas geschehen? Hey, Huyuaki-kun, weißt du, wer deine Mutter und dein Vater sind? Was sagst du denn da, Mutter? Ist das nicht offensichtlich? Ich zeigte mit meinem Finger auf Mutter und Vater direkt vor mir. Aber Mutter schaute mich an mit einem Gesicht, als hätte sie etwas Gruseliges gesehen. Wieso? Vater und der Mann auf der anderen Seite auch machten das gleiche Gesicht. Du kannst dich an nichts erinnern, was zuvor geschehen ist, wie du mit Mio gespielt hast, wie du mit deiner Mutter gelebt hast. Mutter sagte nun schon eine ganze Weile seltsame Dinge. Das liegt definitiv daran, weil. Hä? Ich weiß nicht. Ich kann mich an nichts erinnern. Aber das ist. Wie konnte das? Während sie das sagte, weinte Mutter wieder. War das meine Schuld? Fragte ich mich. Dann muss ich mich entschuldigen. Es tut mir leid, Mutter. Es ist meine Schuld, nicht wahr? Also bitte weine nicht.
Nachdem ich das sagte, weinte Mutter sogar noch mehr. Und dann umarmte Mutter mich. Das ist nicht deine Schuld, Huyuaki-kun. Nicht deine Schuld. Dieser Unfall, das alles, war niemandes Schuld. Und daher... Mutter umarmte mich immer noch und weinte weiter. Es tut mir leid, Mutter. Es tut mir leid. Wie konnte das... Ist es wirklich... Erinnerungsverlust? Es gibt keine andere Möglichkeit, was es sein könnte. Er sieht sie beide als seine Eltern an. Vielleicht erinnert er sich auch an mich nicht mehr. Oh, das könnte der Vater sein, oder? Wieso halten diese Dinge an? Ich verstehe, wie sie sich fühlen. Es muss schwierig sein, ihr Kind zu verlieren. Ach, jetzt kapiere ich langsam. Oh Gott, die Eltern von Mio und jetzt haben sie einfach mal das Kind geswitcht sozusagen. Oh Gott, das ist heftig, damit klarzukommen. Aber sie dürfen sich jetzt nicht beschweren. Es gibt niemand anderen als sie, der nun mein Herz stützen kann? Verstanden. Vater und der Mann reden über etwas. Worüber reden sie, frage ich mich. Aber wenn dieses Kind wirklich seine Erinnerung verloren hat, was sollen wir denn jetzt mit ihm von nun an tun? Es gibt etwas, um das ich sie beide bitten möchte. Dieses Kind hat niemanden mehr, kein Elternteil mehr, das sich um ihn kümmern kann. Und ich kann nicht einfach nach Hause zurückkehren wegen meiner Arbeit und daher... Meinen Sie etwa? Ja. Ich möchte, dass Sie sich um dieses Kind kümmern, als Teil Ihrer Familie. Ich habe gehört, dass dieses Kind häufig Ihr Haus besucht, um zu spielen. Ich denke, Sie kennen dieses Kind sehr gut. Besser, als ihn dort im Anwesen alleine zu lassen. Was ja auch Blödsinn ist. Sorry, musste ich mal kurz sagen. Man kann ja nicht ein fünfjähriges, ein kleines Kind da alleine im Haus lassen. Genau. Indem sie es nicht da alleine lassen, können wir sicher sein, dass es in einem guten Umfeld heranwächst. Selbst wenn seine Erinnerungen zurückkehren, wird dieser Fakt ja sich nicht verändern. Natürlich werde ich alle nötige Unterstützung ihnen zukommen lassen. Ja, was denken Sie? Aber das ist so plötzlich. Nein, viel wichtiger. Dann werden sie ja... Aufgrund... meiner Arbeit hatte ich kaum Chance, meine Familie zu treffen. Deswegen ist es besser für ihn, wenn er bei jemandem ist, der wirklich wie Eltern ist, also wirklich gute Eltern sind. Das sollte man nicht sagen. Denn so wie die Dinge stehen, werden sie sehr... Für mich, wenn dieses Kind glücklich leben kann, ist das gut genug. Aber das ist... Also, werden Sie in der Lage sein, auf ihn aufzupassen? Dieser Schlüssel ist ein Duplikat zu unserem Anwesen. In meinem Anwesen wird nun niemand mehr verkehren. Aber wenn sich das Herz dieses Kindes jemals erholen sollte, dann denke ich, wäre es gut für ihn, wenn er noch einmal zurückkehrt. Aber bis diese Zeit kommt, wird das Anwesen sicherlich ein schmerzhafter Ort sein für das Kind. Es ist einfach zu grausam, ihn zu zwingen, dort zu leben. Und daher, wie wäre es? Bitte, gestalten Sie einen Ort, an dem dieses Kind gehört. Der Mann weinte und entschuldigte sich bei Vater. Hatte er etwas Schlimmes getan? Okay, bezüglich dieses Kindes, ich werde darüber nachdenken. Daher... Bitte kommen Sie manchmal vorbei, das Kind zu treffen. Wirklich, ich danke Ihnen vielmals. Wovon reden die beiden, frage ich mich. Wieso weinen alle? Aber echt mal. Während ich das sagte, schaute ich Mutter an. Ist schon in Ordnung, es wird alles in Ordnung sein. Denn Mutter und Vater werden immer bei dir sein. Mutter hat die ganze Zeit geweint. Wieso sind die Dinge so gekommen, frage ich mich. Äh,
Von da an bewegte ich mich fort von jenem Ort, als würde ich fortrennen, und begann mit Mios Familie zu leben. Für Mutter war ich sehr wertvoll, sie war immer lieb zu mir und dachte immer an mich. Als würde sie mit etwas arbeiten, das zerbrochen ist. Vater sprach viel mit mir. Es war seltsam, aber er versuchte, mich kennenzulernen. Aber natürlich war das nicht etwas, das ich erfüllen konnte, warum auch immer. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Und so vergingen Jahre und Monate. Ich wurde größer, beziehungsweise ich wuchs heran und ja, ging auch in die Schule. Ich lebte das Leben einer ganz normalen Person. Aber nichts hat sich für mich verändert seit jener Zeit. Es ist, als hätte die Zeit aufgehört, nach vorne zu laufen oder weiterzulaufen seitdem. Mit einem leeren Herzen. Aus Leere. Aus nichts. Aber das war zu meinem Besten, richtig? Da war nichts Gruseliges, nichts Unangenehmes an meinem Leben. Ich hatte auch eine Mutter und einen Vater. Alle waren nett zu mir. Niemand hat mir etwas Unangenehmes gewollt oder etwas Böses gewollt. Ich wollte mich nicht erinnern. Obwohl ich vergessen hatte, die ganze Zeit. Obwohl ich dafür sorgte, dass ich mich nicht erinnern würde, diese ganze Zeit. Und wieso habe ich mich letztlich an all das erinnert? Wieso konnte ich nicht weiter vergessen? Obwohl ich es nicht wissen wollte, das alles. Wie sowohl Miu als auch Mutter nicht mehr dort sind. Wie ich niemals in der Lage sein werde, sie wiederzusehen. Wie wegen mir Miu nicht mehr da ist. Ich wünschte, ich hätte einfach weitermachen können, ohne mich daran zu erinnern. Dann wäre alles in Ordnung, nicht wahr? Wenn ich einfach alle vergessen könnte, wenn ich einfach vergessen könnte, dann würde es nichts Schmerzhaftes mehr geben. Ja, wenn ich mich erinnern konnte, muss ich doch einfach nur wieder vergessen. Einfach wegschauen. Wegschauen von allem Unangenehmen. Ich zumindest muss mich nicht selbst so foltern. Und daher mach alles einfach so, wie es vorher war. Genau wie alles, an das ich mich erinnern kann? Und wie ich Mio traf in dieser Welt. Aber wieso traf ich dann Mio hier wieder? Wieso traf ich sie wieder? Damit ich mich an diese Erinnerungen erinnere? Wieso solltest du das, Mio? Also jetzt verliere ich langsam den Faden, das ist gerade so kryptisch, was er redet. Obwohl ich mich nicht mehr an dich erinnern wollte. Ich will das nicht mehr, mich so fühlen. Und trotzdem, wie grausam von dir, Mio. Hallo, sie hat dich gerettet und du vergisst sie. Ich finde es ehrlich gesagt von Huyuaki ziemlich grausam. Manchmal muss man sich halt auch unangenehme Erinnerungen stellen. Reicht es nicht aus? Lass mich doch endlich vergessen. Und dann zurück zu meinem Leben, so wie es immer war, richtig? Zurück in mein Leben, ohne Schwierigkeiten. Ja, endlich einfach alles vergessen. Wie ich zusammen mit Mio spielte, wie ich mit Mutter zusammenlebte, wie wir alle die Sterne an jenem Tag sahen. Und wie ich Mio ein Versprechen gab. Ein Versprechen? Richtig, in jener Nacht, ich gab Mio ein Versprechen, dass wir hier die Sterne wiedersehen würden, sagte ich. Und sie sagte, sie würde warten. Wie schrecklich ich bin, dass ich mein Versprechen vergessen hatte und einfach weit fortzurennen, als würde ich wegrennen, oh nein, es geht schon wieder schnell, obwohl Mio hier auf mich gewartet hatte. Vor langer, langer Zeit. Egal wie viel Zeit vergangen ist, in dieser verschlossenen Welt hat sie auf mich gewartet. Ach so. Und trotzdem habe ich versucht, alles zu vergessen. Ich habe versucht, Mios Gefühle in die Tonne zu werfen. Mio hat aber niemals das Versprechen vergessen und hat hier auf mich gewartet. Bis jetzt. Und trotzdem will ich einfach vergessen, das wäre ja... Das wäre, als würde ich Mios Gefühle nicht erwidern. Oh mein Gott, geht das schnell. Nein, das würde ich nicht wollen. Daher...
Ich kann nicht mehr fortrennen. Ich kann meine Augen nicht verschließen. Ich muss weiter nach vorne schreiten. Das hat mir Mio beigebracht, selbst wenn man seine Erinnerung verliert. Ich muss jetzt weitergehen. Selbst wenn es etwas Schmerzhaftes gibt. Selbst wenn es etwas gibt, an das ich mich nicht erinnern möchte. Ich kann nicht mehr vor der Vergangenheit fortrennen. Mio ist nicht hier und Mutter ist nicht hier. Aber ich werde meine Augen nicht länger davor verschließen. Und deswegen ist es an der Zeit, das zu beenden. Und mich nicht mehr zu verstecken an einem Ort wie diesen. Ist das wirklich zu deinem Besten? Ja. Es ist an der Zeit, dass ich zurückkehre. Obwohl es eine Tonne an schmerzhaften Dingen gibt? Obwohl... Oh mein Gott! Okay, ich werde einfach freuen. Selbst wenn es schmerzhaft ist. Ich werde es akzeptieren und weitergehen. Ja, ich auch. Ich werde hier nicht mehr stillstehen. Ich werde weitergehen. Warum tust du so etwas? Es ist schmerzhaft, nicht wahr? Wenn es schmerzhaft wird, dann kannst du nicht einfach wegrennen. Du kannst es nicht einfach vergessen, wenn es traurig ist. Alter, also jetzt übertreiben die echt, ne? Ich kann es nicht mal auf Englisch durchlesen so schnell, geschweige denn übersetzen. Okay, es ist auch für dich schmerzhaft. Ich versuche jetzt einfach zusammenzufassen. Ich, Huyuaki. Mutter. Wieso? Es tut mir leid, Huyuaki. Du warst traurig diese ganze Zeit. Es tut mir leid, dass ich einfach fortging plötzlich. Mutter. Es tut mir leid, es tut mir leid. Ich. Es ist in Ordnung, es ist in Ordnung. Denn jetzt endlich kannst du an der Seite deiner Mutter bleiben. Diese ganze Zeit habe ich Mio vergessen und dich, Mutti. Ja, aber jetzt ist alles in Ordnung. Denn jetzt geht es dir gut, Huyuaki. Ja, denn ich werde nicht vergessen. Niemals wieder. Es tut mir leid, dass ich nicht in der Lage war, immer bei dir zu sein. Aber du musst weitergehen. Und deswegen geh jetzt. Bitte. Es ist jetzt in Ordnung. Du musst dir keine Sorgen mehr machen, Mutter. Mutter, ich gehe jetzt. Pass auf dich auf, Huyuaki. Dieser Schmerz. Es ist alles zurück. Alles, was ich verloren habe. Jetzt ist alles in Ordnung, nicht wahr? Ja, ist alles in Ordnung. Ich werde nicht mehr vergessen. Hey, Huyuaki. Was ist, Mutter? Entschuldigung. Oh, du bist groß geworden, nicht wahr? Ja. Dann wird Mami jetzt mal gehen. Mach nicht so ein Gesicht. Du hast dich doch schon entschieden, weiterzugehen, nicht wahr? Bitte weine nicht mehr. Und deswegen verabschiede dich von diesem Kind. Also dann, Huyuaki. Grüße von deiner Mutter, okay? Auf Wiedersehen. Huyuaki. Ja, auf Wiedersehen, Mutter. Huh? Ich darf nochmal speichern. Und was passiert jetzt? Noch eine Episode. Das ist ja krass. Na, dann mach ich jetzt nochmal einen Cut, ne? Es kommt noch eine Episode zu Mio. Okay. Also wahrscheinlich habe ich ja diese Episode jetzt in zwei geteilt, weil die einfach mega lang wurde. Ich habe hier jetzt 40 Minuten Aufnahme. Okay, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns nochmal in einer weiteren Folge von Remember. Also, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.